Ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Jeden Tag, ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Mit dir macht alles Spaß. Ich bin wie ein Tänzer. Ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Jeden Tag, ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Mit dir macht alles Spaß. Ich bin ein Entdecker. Ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Jeden Tag, ich lebe mit dir, Jesus. Ich liebe es, mein Leben mit dir, Jesus. Mit dir macht alles Spaß. Was sie mir erzählt, ich werde wirklich nie mehr alleine sein. Ich kenne die J-E-S-U-S, zur Erde kam und dann ist gern. Er ist der beste Freund, den du kennen kannst. Was ich brauch, weiß mein Gott ganz genau, so denke ich daran. Wenn du fragst, hilft er ist gern bei dir. Klopf, 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 dann öffnet Gott die Tür. Wenn du fragst, hilft er ist gern bei dir. Wenn du klopf, 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 dann öffnet Gott die Tür. Ich lese die Bibel und das ist, was sie mir erzählt. Ich werde wirklich nie mehr alleine sein. Ich kann die J-E-S-U-S, zur Erde kam und alles gab. Er ist der beste Freund, den du kennen kannst. Was ich brauch, weiß mein Gott ganz genau, so denke ich daran. Wenn du fragst, hilft er ist gern bei dir. Wenn du klopf, 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 dann öffnet Gott die Tür. Wenn du fragst, hilft er ist gern bei dir. Wenn du klopf, 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 dann öffnet Gott die Tür. Hi Hillsong Kids, hey, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist aus deinem Wohnzimmer oder vielleicht deinem Kinderzimmer
oder sogar der Küche, vielleicht während Mama kocht. Hey, so cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Und kannst du mir mal kurz helfen? Ist denn etwa wirklich schon Sonntag? Nee, oder? Stimmt, es ist Dienstag. Nein? Nein, du hast recht, ich habe nur einen Scherz gemacht. Heute ist nicht Dienstag, sondern es ist ein Freitag. Und dieser Freitag, den gibt es einmal im Jahr. Und dieser Freitag, der hat eine ganz besondere Bedeutung und sogar einen besonderen Namen. Weißt du, wie der heißt? Ja, genau. Heute ist Karfreitag. Und wir feiern, was Jesus für uns, für dich und für mich am Kreuz getan hat. Okay. Und hey, so geht's. Ich muss sagen, eine Sache, die ich so dolle vermisse im Moment, ist, euch beim Worship zu hören. Ich bin mir ganz schön sicher, dass du gerade beim Worship voll mitgemacht hast. Du hast getanzt, du hast Gott gepriesen und du hast lauthals gesungen. Hey, das hast du richtig toll gemacht. Und ich freue mich, dass wir ganz, ganz, ganz bald in Church bei Hits und Kids wieder zusammen singen und tanzen dürfen und Gott loben können, hey? Okay, Hits und Kids. Ich weiß, manche von euch, ihr guckt richtig gerne Videos, stimmt's? Weißt du, ich habe ein Video für uns heute mitgebracht und da kommt nicht nur ein kleiner Osterhase drin vor, sondern wir hören und sehen, was Jesus für uns an diesem Kreuz vor über 2000 Jahren gemacht hat. Hast du richtig Lust, mit mir das Video anzuschauen? Okay, let's go! Bestimmt kennt ihr die Ostergeschichte bereits, vielleicht etwas durcheinandergebracht von ein paar Hasen. Die Geschichte habt ihr also in eurem Kopf. Ostern ist ein Feiertag, an dem viele Menschen an Jesu Tod und Auferstehung denken. Es gibt viele Geschichten, die zu diesem großen Ereignis führen, und ich frage mich, was war wichtig daran, dass Jesus auf einem Esel geritten ist? Warum spielt das Kreuz eine so große Rolle? Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Erinnere dich daran, dass Ostern begann, kurz nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, in Form vom Passafest, ein wichtiges Fest in der jüdischen Welt. Angefangen mit Palmsonntag, der Tag vom Einzug Jesu in Jerusalem. Dann Karfreitag, der Tag, an dem er gekreuzigt wurde. Und Ostersonntag, der Tag, an dem er auferstanden ist. Ostern ist die wichtigste Feier in der Kirche und erinnert uns, dass wir Dank geben und Jesu Auferstehung das ganze Jahr über feiern sollen. Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Es wird verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Lukas 24. Ostern ist Gottes Einladung, auf ihn zu vertrauen und die gute Nachricht mit anderen zu teilen. Dein Leben ist jetzt gefüllt mit Christus. Er lebt in uns allen und gibt uns die Kraft, ein Leben für ihn zu führen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat es. Wow, was für ein Video. Das war richtig cool. Zum einen kam zu Beginn dieser kleine Hase, aber nicht nur kam das vor in diesem Video, nein, und das ist auch gar nicht so wichtig, sondern das Wichtigste, was wir in diesem Video gesehen haben, ist, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und was Ostern eigentlich ist. Und Hills und Kids, wir lieben das Wort Gottes, weil wir wissen, dass die Bibel ein Buch ist, gefüllt mit Sachen, die Gott zu uns spricht und die Gott schon zu uns gesprochen hat. Und ich weiß und ich glaube, dass es uns voll ermutigen wird. Sollen wir noch zu Beginn beten, bevor wir in die Predigt gehen? Okay, du darfst die Hände falten, wenn du willst, oder auch die Hände zum Himmel strecken. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Karfreitag feiern dürfen, dass wir uns daran erinnern dürfen, was du für uns alle, für alle Kinder auf der Welt getan hast, Gott. Und ich bete, dass diese kleine Predigt uns wirklich ermutigt und stärkt. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns daran erinnerst, welche Kraft in Jesus liegt. Und Hills und Kids sagt, Amen, genau, Amen, Amen. Okay. So Kids, wart ihr jemals bei einer richtig tollen Geburtstagsparty eingeladen? Oder vielleicht wart ihr mal auf einer Hochzeit eingeladen? Und oft ist es so, dass man dann eine Einladung bekommt, richtig?
Ich glaube, die wenigsten Einladungen passieren einfach so über Telefon, wo jemand anruft und sagt, hey, yo, du bist eingeladen. Sondern viele Einladungen kommen durch eine Karte, einen Brief, eine Karte, da steht vielleicht Einladung drauf, da steht vielleicht drauf für dich. Und wer von euch freut sich immer ganz doll, wenn er so eine Einladung zu einer Hammerparty, Geburtstagsparty, Hochzeit oder vielleicht auch einer anderen Party bekommt? Und ich erinnere mich, ich habe mich einmal ganz, ganz, ganz besonders über eine Einladung gefreut. Und zwar war das eine Einladung zu einer Hochzeit. Und da war ich so froh drüber. Und ich habe die Einladung aufgemacht und die war unendlich schön. Und wisst ihr, wenn wir eine Einladung bekommen, dann freuen wir uns ganz doll, weil wir wissen, da ist jemand, der denkt an mich. Da ist jemand, der möchte mich bei seiner Feier dabei haben. Da ist jemand, der hat mich gern und verbringt gerne Zeit mit mir. Stimmt es? Ja, genau. Aber nun ist es ja so mit Partys, dass meistens bekommen nicht alle, nicht die ganze Welt bekommt eine Einladung, oder? Sondern ausgewählte Menschen. Und Hills und Kids, ich möchte euch heute darüber erzählen, dass Gott an uns, an dich, an mich, an alle Menschen auf dieser Welt eine Einladung hat. Okay, wie weiß ich das? Also, ich weiß das durch das Wort Gottes. In der Bibel können wir lesen, dass Gott Einladung für jeden Menschen hat. Okay. Und eine Bibelstelle möchte ich euch gerne vorlesen aus meiner zerfledderten Bibel, die überall unterstrichen ist. Vielleicht habt ihr sowas auch. Okay, Johannes 3,16. Und da steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wow, was für eine Einladung ist das denn? Gott lädt jeden einzelnen Menschen ein, zu ihm zu kommen. Weißt du wie? Dadurch, dass er vor über 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus zur Erde geschickt hat. Und wir kennen ein paar Geschichten von ihm. Wir wissen, dass er Menschen geheilt hat. Wir wissen, dass er der Retter ist. Wir wissen, dass er Menschen auf so eine ganz besondere Art und Weise liebt. Und wir wissen auch, das Kreuz, Hills und Kids, sah nicht so aus wie dieses Lego-Kreuz, was ich für uns gebaut habe. Nein, es war nicht bunt, es war nicht aus Lego, definitiv nicht. Sondern es war ein schweres Kreuz. Aber weißt du, obwohl es schwer war, obwohl Jesus, es ging ihm nicht gut, als er zu diesem Berg namens Golgatha musste und an diesem Kreuz inmitten von zwei Verbrechern an diesem Kreuz gestorben ist. Und es war nicht schön für ihn, aber Jesus hat es trotzdem getan, auch wenn es weh tat, auch wenn er gelitten hat. Er hat es getan, weißt du warum? Weil er dich und weil er mich und weil er alle Menschen liebt, deine Nachbarn, deine Lehrer, deine Erzieher von der Kita, Oma und Opa, Mama und Papa, Bruder und Schwester. Jesus liebt alle und deshalb ist er gekommen, ans Kreuz gegangen, gestorben. Aber, Hills und Kids, wir wissen, dabei bleibt es nicht, sondern Jesus ist auch auferstanden. Und davon werden wir am Sonntag, an Ostersonntag, was schon in zwei Tagen ist, werden wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. Wow! Und ich freue mich schon so, weil ich weiß, wir werden eine Riesenparty feiern. Ihr werdet zu Hause eine Osterparty feiern. Wir werden als Kirche gemeinsam ganz tolle Gottesdienste feiern. Und ich freue mich schon echt riesig darauf. Hills und Kids, wir lieben es, zusammen zu beten. Und ihr wisst es schon von den letzten Wochen. Normalerweise habe ich drei Karten dabei, richtig? Aber heute habe ich nur eine Karte mitgebracht, und zwar die Danke-Karte. Weißt du warum? Wir wollen jetzt Gott Danke sagen für diese Einladung, die er uns ausspricht. Dadurch, dass er Jesus geschickt hat, dass er Jesus zur Welt gebracht hat und Jesus für uns am Kreuz gestorben, aber natürlich auch wieder auferstanden ist. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mit mir beten.
Herr Jesus, wir sagen dir ein riesen Danke dafür, dass wir wissen, dass der Tod und das Kreuz nicht das Ende war. Nein, nein, sondern dass es danach weiterging. Und ich danke dir, Gott, dass es weiterging, weil du uns liebst und weil du dadurch eine Einladung an jeden einzelnen Menschen aussprechen wolltest. Wir lieben dich, wir wissen, du bist gut und wir freuen uns, dich zu feiern in Jesu Namen. Amen. Okay, weißt du, was ich so besonders finde an Ostern und vor allem auch an Jesus? Die Bibel sagt, dass Gott kein Geheimnis ist und dass Gott nicht an die Öffentlichkeit darf, sondern nein, 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 nein. Wir, du und ich, Christen, sind bestimmt, dass wir den Namen Jesus rufen, dass wir den Namen Jesus größer machen als alles andere in unserem Leben. Und ich glaube, Hills und Kids, Karfreitag heute ist die beste Möglichkeit, dass wir diese Einladung und von dem Kreuz wirklich Menschen erzählen. Und ich glaube, dass wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten haben. Ja, im Moment schaut alles ein bisschen anders aus. Wir können vielleicht unsere Freunde nicht mehr so treffen wie davor. Wir haben gerade keine Schule, sondern Ferien. Aber ich weiß, wir können ganz kreative Wege finden, wie wir unsere Freunde, unsere Lehrer, unsere Erzieher, unsere Familien wissen lassen, dass Jesus sie liebt. Und von daher heute eine kleine Challenge an uns. Vielleicht kannst du einen Freund anrufen und ihm einfach von Jesus erzählen. Oder du kannst eine Karte schreiben an einen Nachbarn oder ein Bild malen für einen Freund und schickst es denen mit der Post oder wirfst es einen in den Briefkasten oder vielleicht schickst du sogar jemanden ein paar Blumen und eine Einladung für unsere Ostergottesdienste. Oder was du auch ganz machen kannst, was das Einfachste von allen ist. Du fragst Mama oder Papa, ob sie den Link von unseren Gottesdiensten verschicken können an deine Freunde und an die Eltern von deinen Freunden. Und ich weiß, dass Menschen von Jesus hören und mit ihm leben wollen. Okay, Hills und Kids, ihr habt so unglaublich gut zugehört und mitgemacht. Ich bin richtig stolz auf euch. Und wisst ihr, ich freue mich so dolle. Wie freue ich mich? Kannst du das nachmachen? So dolle. Darauf, dass wir schon in 2 Tagen uns wiedersehen und wiederhören. Und was feiern wir dann? Wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus. Und ich freue mich, dass du Teil davon sein wirst. Hey, du hast bestimmt schon von unserer Hills und Kids App gehört. Heute gibt es ganz viele tolle Sachen. Es gibt zum Beispiel ein Ausmalbild mit Kreuz gleich Herz drauf. Es gibt eine kleine Andacht. Vielleicht, wenn du Junior Leader bist, dann ist die Andacht perfekt für dich. Und ich weiß, ihr werdet ganz viel Spaß damit haben. Okay, Hills und Kids, wir lieben euch. Wir freuen uns ganz doll, euch ganz bald wieder zu sehen. Bis Sonntag. Ciao. Dann öffnet Gott die Tür.